Hallo, ihr da draußen. Apropos draußen, also ich meine, nicht jetzt hier vor der Tür von uns allen, aber draußen im weiten, weiten Weltraum. Gibt es da eigentlich Außerirdische? Naja, einen auf jeden Fall, weil ich bin ja einer, ne? aber Spaß beiseite. Die Frage aller Fragen habt ihr euch doch bestimmt auch schon mal gestellt und viele andere Menschen auch. Gibt es Außerirdische oder sogenannte Aliens? Dafür brauchen wir wieder Markus. Achtung! Markus, kommst du mal bitte, bitte, bitte. Komm, Markus, kommst du mal. Hallo. Hallihallo. Hallo, Tagchen, Tagchen, na? Guten Tag. Hallo, Erik. Tag. Hallo. Hi. Na? Hast du da schon, was ist das denn da? Dein Spielball? Ja, sieht so aus, ne? Ja, aber was? Der kann leuchten. Und was macht das Ding und wieso ist das da? Der blinkt und leuchtet. Heute geht es ja um Außerirdische. Aliens? Nee, eher mal Außerirdische. Außerirdisch ist cooler. Auf Deutsch mal ein bisschen von wegen Außerirdische sagt man ja auch manchmal so einfach direkt. Ey, bist du ein Außerirdischer oder was? Ne? Hm. Aber du hast das mitgebracht, weil es heißt ja, dass die natürlich auch einen Planeten brauchen. Ich meine, wenn ein Außerirdischer irgendwo lebt, dann lebt er bestimmt auch auf einem Planeten, oder? Ja, kann ja nur sein. Auf einer Sonne geht es ja nicht. Eine Sonne ist ja, wie ich es letztes Mal erzählt habe, ein Gasriese, der brennt. Also da kann ja keiner leben. Da würden wir schmelzen, haben wir ja schon mal gesagt. Ne? Es sei denn, die haben so einen Anzug wie ich. Einen super Absorptionshitzeanzug. Der, ne? Ja. Jetzt, ey, Mann! Oh, also, das habe ich das wieder vergessen. Ja! Lass das die mal! Hand, die Hand ja. Darf ich geben. Oh, Entschuldigung. So, Spaß beiseite, jetzt mach mal ernst hier. Erzähl mal was über Außerirdische, ob es sie gibt und was das für Planeten sein müssten. Erzähl mal, los, hau raus jetzt. Ja, also wie muss es denn aussehen? Wir haben ja in unserer Milchstraße ja, viele Milliarden von Sterne. Und da sind sehr, sehr viele Planeten, die um Sterne kreisen. Drumherum. Ja, die drumherum kreisen, genau. Und da geht man davon aus, dass eventuell jede zweite Sonne einen Planeten hat. Okay. Also sehr, sehr, sehr viele. Und da hat man schon einige Hunderte gefunden, wo man festgestellt hat, dass da Planeten sind, die Sonnen umkreisen. Aber das Problem ist, das sind bisher, ja, Gasriesen gewesen, die sehr sonnennah sind und kann man sich ja vorstellen, wenn ein Planet aus Gas besteht, kann da ja auch kein Lebewesen wohnen. Das stinkt ja auch bestimmt. Du auch nicht. Genau. Und so ist die Chance da auch relativ gering und so ist es gerade populär in der Astronomie nach Planeten, extraterrestrische Planeten zu suchen. Wie? Also extraterrestrische Planeten zu suchen. Wo wir ja vielleicht irgendwann mal Leben finden könnten. Aber so einfach ist es auch nicht, weil der Planet braucht ja einen bestimmten Abstand zur Sonne. Stellt euch mal vor, jetzt haben wir hier, nehmen wir mal die Tasse als Sonne. Und wenn der Planet jetzt natürlich zu nah ist, der kreist jetzt hier drumherum. Das wäre schön heiß. Das wäre zu heiß, genau. Und was ist, wenn er zu weit weg ist? Zu kalt! Zu kalt! Zu kalt, heiß, genau. Und so haben wir halt die Erde den richtigen Abstand zur Sonne, sodass Wasser flüssig ist. Niemals. Und da kann könnte Leben dann drin entstehen. Also der Abstand muss zur Sonne dann auch noch stimmen. Also es ist quasi ein Zufall, ja. Dass die Konstellation von Sonne und einem Planeten richtig ist, dass dann da Leben entstehen kann. Hm? Genau, also so muss man kann man sich das vorstellen. Genau. Wissenschaftlich. Also der Abstand muss stimmen. Dann kann man sich noch vorstellen, wenn der Planet, je nachdem, wenn der sich zu langsam drehen würde, jetzt sagen wir mal ganz langsam hieß die Sonne, dann wird es relativ schnell zu heiß, die eine Seite trotzdem, und hier zu kalt, also die Rotation von dem Planeten muss dann auch noch stimmen. Ja. Wolltest du was sagen, ja. Ehrlich? Ich hab gepupst wie ein Gasriese. Gepupst wie ein Gasriese. Ja. Du bist da. Na, riechst du es schon? Genau, also der Abstand muss stimmen, ja, die Rotation muss stimmen. Ja, und dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass da eventuell Leben entstehen könnte. Auf so einem Planeten. Also ich rieche nichts. Dann ist ja gut. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. War ein kleiner Witz von mir zwischendurch. Muss ja mal ein bisschen lustig sein, ne? Lustig! Ja. Also, man kann es heute noch nicht sagen, man weiß es nicht, aber man forscht da eventuell Leben zu finden auf anderen Planeten.
Aber ja, ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, der Abstand muss stimmen, die Rotation von dem Planeten muss stimmen und noch so einige Dinge. Und dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ob da trotzdem dann Leben entstehen kann. Also man geht auch davon aus, bei unserem Mond, dass durch das, dass der Mond da ist, auch Leben entstanden ist, weil ja Ebbe und Flut entsteht. Und wenn Ebbe ist, entstehen ja sogenannte Pfützen auf der Erde, wo sich da dann ja, Aminosäuren, sagen wir mal, bilden könnten, wo die Sonne diese Pfützen aufwärmt, wo dann aus Aminosäuren dann irgendwann Einzeller dann entstehen können. Also vielleicht spielt der Mond auch noch eine Rolle mit. Also muss der Planet den richtigen Abstand haben, die Rotation muss stimmen. Vielleicht braucht er einen Mond oder zwei Monde, je nachdem. Also man kann es nicht genau sagen. Schön wäre es, wenn wir es vielleicht mal irgendwann rausfinden, ob wir nicht die einzigen im Universum sind. Das ist ja der Ehrgeiz, warum man als Hobbyastronom, so wie du, ne? Ja. Ne? Da immer weiter irgendwie dran bleibt und einfach immer was Neues entdecken will und mehr verstehen will von dem, was schon passiert ist und was noch passieren wird. Ja. Ne? Das es ist ja auch gerade ganz viel in der Presse, irgendwie bei Facebook oder sowas habe ich das gesehen, dass gerade wieder so eine Werbung kommt, von wegen Asteroiden ganz nah an der Erde, aber das ist ja fast jeden Tag, ne? Ne? Also als Hobbyastronom kriegt man das ja dann schon viel mit, dass ja laufend Asteroiden zur Erde kommen und dann machen die auch oft ein Drama draus, oh je, ist es jetzt eine Gefahr für die Erde, und meistens dann nach Berechnungen bekommen sie dann doch raus, dass der ja relativ weit weg ist und dann einfach vorbeifliegt. Ja, sehr gut. Genau. Also, das Universum ist unendlich groß, oder? Unendlich? Eigentlich ist es ja, kann man sagen, wo das Ende ist? Endlich, unendlich. Nee, kann man nicht sagen, wo das Ende ist. Es dehnt sich ja aus. Es gibt kein Ende im Universum. Okay. Es dehnt sich ja weiter aus. Das Universum. Also muss es ganz schön viel Planeten und Universen und alles Mögliche geben, sonst wäre es ganz schön viel Platz für umsonst, so, ne? Ne? Na genau. Ja. Aber ich komme ja von der Andromeda-Galaxie, das habe ich euch mal erzählt. Na, da ist voll schön. Da ist richtig schön, so von unten rechts, da komme ich da unten. Da ist richtig schön. Ach, hier unten links? Ist ja egal, je nachdem, wie man sieht, ist ja auch kein Oben und Unten im Weltall, ne? Ne? So. Pff, Markus! Das war ich aber nicht, ehrlich. Natürlich! Das war's nur, ich mache hier Soundeffekte rein, oder was? Also, allen einen schönen Abend noch, oder einen schönen Tag, oder einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das seht. Und beim nächsten Mal sind wir wieder für euch da. Genau. Blickt nach oben, vielleicht seht ihr irgendwann eben so eine Außerirdische. Vielleicht findet ihr was. Einfach nach oben gucken. Gerade die Hobbyastronomen machen die meisten Entdeckungen. Nicht die, die Wissenschaft, sondern die anderen. Zufallsentdeckungen. Ja, entdecken eigentlich mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Schaut nach oben. Eine Sache noch. Ja, Entschuldigung. Wir sind ja jetzt am kommenden Samstag um 19 Uhr live. Live auf Facebook. Gut. Schaltet ein. Wir freuen uns auf euch und da erzählen wir euch ganz viel. Und vielleicht sind wir auch ganz woanders, nicht hier in unserem Studio, sondern zeigen wir euch ein bisschen was, wo wir hier so sind und was es hier so alles gibt. Ne? Ja, machen wir. Also, astronomisches High Five und Tschüsschen, ne? Tschüsschen. Tschüss. Markus. Hallo. Jetzt, ey. Tschüss, Erik. Wer hat gar nicht gemerkt, dass ich das komisch gemacht habe? Ja, ich hab auch jetzt ging's doch, hab ich wirklich geprüft. Ich muss meine Technik überprüfen. Tschüss!